Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Konzertsaal und hören einem Musiker zu. Sie sitzen in der Parterre und wünschen sich, Sie könnten vorne mit dabei sein und bestimmen, wo der Klang herkommt. Wie laut die Geige ist oder einfach ein anderes Klangbild erschaffen. Dies könnte dann in etwa so aussehen. Wir sind heute hier im Hightech-Studio in Hennef und heute geht es darum, dass wir quasi den Faden aufnehmen vom Projekt von 2014 in Spatial Soundwave, quasi die nächste Generation angehen. Das heißt, dass wir Content produzieren für das Audi Sound Concept Car. Da geht es um einen Audi Q7, der ausgestattet ist mit 62 Lautsprechern, einem Wellenfeldsynthesesystem. Ich unterstütze mein Team und besonders den Flo im kompletten Bereich der Aufnahmetechnik. Ich mache die Mikrofonierung, ich helfe beim Editing, helfe bei der Track-Auswahl und betreue die Musiker. Wir werden heute eine Akustiknummer aufnehmen. Das heißt, wir haben den Thomas heute engagiert. Der wird uns die Akustikgitarren einspielen und morgen kommt dann die Charlie, die Charlotte Klauser, zum Singen. Ja. Think about the time itself, but on the other hand, genau. It's an everlasting friend. Genau so machen wir es. Geil, klasse. Der Flo Richter, mit dem ich auch in vielen anderen Projekten zu tun habe, hatte mich vor längerer Zeit mal gefragt, für so ein Forschungsprojekt, ob ich da Lust hätte mitzumachen. Und das war bei der ersten Rutsche, war das ja wirklich erstmal so ein paar Coversongs einzusingen, was total Bock gemacht hat. Aber als ich dann wirklich das Ergebnis gehört habe, worum es da letztendlich ging, als ich dann in die SAE eingeladen worden bin, ist mir das mal so wirklich bewusst geworden, was hier gerade erreicht wird. Und das war einfach echt ein krasses Gefühl. Für mich hat sich beim Recorden quasi nichts verändert. Aber dann halt hinterher habe ich gemerkt, okay, das ist die Intention. Und das ist ja jetzt auch bei dieser Session die Intention. Und ich bin sehr, sehr gespannt, das mal dann das Endergebnis zu hören. Let's freeze, let's freeze, let's freeze the time we have. Let's freeze, let's freeze, let's freeze the time we Gitarrist und Songwriter und darf an dem schönen Projekt jetzt teilnehmen, quasi. Ich bin mit dem Florian Richter, wir sind schon seit langem irgendwie befreundet, irgendwie kommen aus dem selben kleinen Bad Honnef und wir machen jetzt fast schon, glaube ich, mittlerweile seit 10 Jahren Projekte zusammen und der hat mich wieder gefragt, netterweise. Let's freeze, let's freeze, the time we Also wir haben insgesamt bisher 7 Nummern für dieses Spatial Soundwave aufgenommen und werden das dann in Ilmenau im Fraunhofer-Institut mischen. Das geht in Genrebereichen über House, Jazz, Klassik, über eher Rock- und Pop-Nummern, Cover. Es soll einen relativ breiten Bereich, ein großes Spektrum abdecken, um auch einfach zeigen zu können in dem Fahrzeug, dass das in allen Bereichen funktioniert. Get up from my lazy bed. I can't get up off my lazy bed. Ja, das ist wieder so was ganz Spannendes, wo man einfach sagt, okay, das hat jetzt noch niemand gemacht. Und es ist sicher ganz, also ich möchte unbedingt in so einem Auto mal sitzen und mir das anhören, weil das bestimmt aufregend ist und bestimmt ganz, ganz eine neue Erfahrung.
ja, das wird spannend, da tatsächlich mal zu schauen, wie verhalten sich unterschiedliche Genres in dem System. Das ist eine neue Dimension des Musikhörens. Das Besondere an Spatial Soundwave ist, dass es sich um ein objektbasiertes Soundsystem handelt. Im Gegensatz zu kanalbasierten Systemen sind wir hier unabhängig von festen Lautsprecherpositionen. Wenn man sich jetzt mal ein Stereo-Setup anschaut, hat man zwei Lautsprecher, die Schallwellen interferieren und dadurch wird quasi eine Phantomschallquelle zwischen diesen beiden Lautsprechern gebildet, die ich aber nur so wahrnehme, wenn ich wirklich vor den Lautsprechern mittig positioniert bin. Also es gibt eine Vorgabe, wo der Zuhörer sitzen muss. Bei einem 5.1-System ist es ebenfalls kanalbasiert. Das heißt, ich habe 5 Lautsprecher um mich rum, bin quasi in der Mitte des Geschehens, aber auch nur, wenn ich wirklich diese feste Abhörposition habe, wie sie im Studio in der Mischung vorgesehen worden ist. Bei Spatial Soundwave haben wir ein objektbasiertes Soundsystem. Das bedeutet, wir können die Lautsprecher in Anzahl, aber auch in der Position frei wählen und quasi möglichst frei im Raum positionieren und haben deswegen auch keinen festen Abhörpunkt, weil quasi Lautsprechersignale live gerendert werden. Wenn wir uns jetzt das Konzeptfahrzeug anschauen, sind hier 62 Lautsprecher verbaut. Das kommt daher, dass Spatial Soundwave auf dem Prinzip der Wellenfeldsynthese basiert. Das heißt, mehrere Schallquellen erzeugen eine gewisse Anzahl an Elementarwellen, die sich gleichphasig und mit identischer Frequenz überlagern. Dadurch ist es erst möglich, objektbasiertes Audio in diesem Fahrzeug zu kreieren. Den Vorteil, den wir da haben, ist, dass wir erstmal wieder keine festen Lautsprecherpositionen haben und natürlich keine festen Abhörsituationen brauchen, was in der Fahrzeugumgebung auch schwierig wäre, da wir ja feste Sitzpositionen haben. Wir sind gerade dabei, hier in Ilmenau im Spatial Sound Studio und in dem Q7, letzten Endes die Sachen, die wir vorproduziert haben, jetzt in das Spatial Soundwave System zu bringen. Zum einen in 3D in einem Studio und in 2D im Fahrzeug. Und versuchen natürlich auch die Unterschiede rauszufinden, was passiert, wenn wir von einem System ins andere gehen. Was sind die Auffälligkeiten, was sind die Besonderheiten in den verschiedenen akustischen Umgebungen? Heute geht es darum, dass man sagt, wir haben zum einen ein dreidimensionales System und zum anderen ein zweidimensionales System, um uns sich anzuschauen, ja, wie muss ich vielleicht die Mischung verändern oder was sind Parameter, an denen ich drehen kann. Und auszuprobieren, wie kann man so eine Mischung im Fahrzeug sich vorstellen. Meine Gruppe kümmert sich im Prinzip um die Kernalgorithmik im Hintergrund. Ja, das heißt, bei diesem objektbasierten System ist es ja so, dass ein Computer kriegt im Prinzip Objektkoordinaten und Eingangssignale und muss daraus Lautsprechersignale berechnen. Und da im Hintergrund gibt es eben mathematische Modelle, die dann dieses Audio-Objekt in reale Lautsprechersignale überführen und die entwickeln wir. Ja, also ist eigentlich kein Vergleich zu normalen Soundsystemen in heutigen Fahrzeugen. Es ist ganz anders, was ich gedacht habe. Es ist unfassbar. Man kann so unglaublich viel unterbringen und trotzdem noch jedes Instrument völlig klar orten, tatsächlich von Höhe, Entfernung, Tiefe. Es ist alles so schön zu erkennen. Das System eignet sich hervorragend für Hausproduktionen. Das ist dann für einen Toningenieur ist das großes Kino. Ich habe ein Standard-Mixing-Tool, meinetwegen Pro Tools oder ähnliches. Da habe ich meine einzelnen Audio-Waffs und dann habe ich diese grafische Oberfläche webbasiert, die die einzelnen Objekte mir in einem Wiedergaberaum anzeigt und ich jetzt also sagen kann, okay, der Sänger, den positioniere ich als Quelle hier. Dann wird eine Kopplung passieren zwischen dieser Positionierung hier in dem eigentlichen Lautsprecher-Setup in der Stereo- oder größeren Basis, eine Kopplung zwischen Position, zeitlich vielleicht änderlich, und
den eigentlichen WAV-Files aus dem Schnittprogramm. Gerade arbeite ich an einem Streichquartett von Mozart. Hier im Institut haben sie gerade den Faltungshall, dieses neue Hallsystem für das Spatial Soundwave, wieder zum Laufen gebracht. Wir hatten ein paar Probleme gestern, aber das wurde gefixt. Wir haben hier im Labor die Möglichkeit, in 3D zu mischen, da wir zwei Lautsprecherringe übereinander liegen haben, um uns herum von der Mischerposition und einen Lautsprecher über uns. Das ist jetzt in dem Fahrzeug nicht gegeben. Wir haben über uns im Fahrzeug leider keine Lautsprecher, sondern nur einen Ring aus 62 Lautsprechern. Beim Herunterrechnen der Mischung von 3D auf 2D haben wir das Problem, dass im Auto über uns keine Boxen sind, wie im Studio. Und dadurch verschieben sich einzelne Quellen, die wir im System angelegt haben, auf die 2D-Ebene. Ja, so eine Entwicklung ist immer spannend. Also das ist ja nicht an einem Tag entstanden, sondern man entwickelt da jetzt mittlerweile über 10 Jahre dran. Das heißt, also die ersten Systeme haben wir bereits vor 10 Jahren schon als Produkt oder als Prototyp eben fertiggestellt. Und da gibt es natürlich eine Reihe Probleme oder eher Herausforderungen, würde ich mal sagen, unterwegs, die bis jetzt immer zu lösen waren. Also für mich ist es sensationell, diesen Content, den wir hergestellt haben und den wir in der Studioumgebung quasi kannten, den ich jetzt in der Studioumgebung schon kannte, den jetzt in den Automotive-Kontext übertragen. Das Fahrzeug ist für mich halt eine der Umgebungen, wo ich am meisten Musik konsumiere und viele andere Menschen auch. Und wenn man dann so ein System in der Soundqualität und mit dem Content in der Fahrzeugumgebung testen kann und hören kann, dann ist das schon ein tolles Erlebnis. Im Auto vorne finde ich es gar nicht so spektakulär wie der Flo jetzt. Der Flo ist ein großer Fan vorne vom Fahrersitz tatsächlich. Ich finde es beeindruckend, auf dem Rücksitz zu hören und da auch arbeiten zu können, weil man kann seinen Laptop, wir können ja unsere Mischung auch von hinten im Auto machen. Erstmal sind wir hier bei Fraunhofer sehr glücklich, dass wir diesen Audi überhaupt haben. Wir durften den jahrelang nicht zeigen, weil es Verträge gab mit verschiedenen Partnern, dass wir halt diesen Audi in der Öffentlichkeit so nicht zeigen dürfen und somit auch nicht nutzen können für weitere Projekte. Deswegen finde ich das Projekt an dem Audi Q7, wie wir ihn jetzt haben, richtig klasse. Wir haben eine Technologie, die läuft stabil und wir können jetzt kreativen Menschen die zur Verfügung stellen, zu sagen, hey, probiert das mal, macht mal einfach was damit. Der Einsatz ist eigentlich unbegrenzt. Aktuell verwendet man es in Theatern, man verwendet es in Planetarien. Wir haben Diskotheken damit ausgestattet, in den Kinos, es kann ins Automobil, aber auch für den Heimanwender bieten sich neue Möglichkeiten. Erinnern Sie sich noch an den Geigenspieler, der die Position wechselte? Mit der neu entwickelten Technologie des Fraunhofer IDMTs lassen sich solche Szenarien virtuell umsetzen.